Oha. Oha. Oh Gott, ich habe gerade so ein breites Grinsen im Gesicht. Ich weiß nicht mal warum. Hä? Ja, und damit herzlich willkommen bei Starfield. Oh, warte, das Geräusch. Oh ja, Festplattengeräusch. So, biometrische ID. Ich guck mal hier kurz nach Körper, ne? Muskulös. Ja, natürlich Charakter-ID. Oh ja, oh, Balki-Chan. Chubby-Chan-Chan. Ja. Weißt du was? Ich bin einfach ein Käse. Was soll ich euch sagen? Ich bin einfach ein Käse. Dünn, breit. Aber, ach so, ich kann nur... Das sind alles so moderne Frisuren. Das sind alles Frisuren. Kennst du das? Also immer wenn ich beim Friseur bin, sehe ich ganz tolle Frisuren überall. Dann lasse ich mir eine machen. Und dann komme ich nach Hause und verkacke wieder alles, weil ich die einfach nicht nachgestellt kriege. Und dann laufe ich einfach die ganze Zeit strubbelig rum, weil ich einfach zu dumm bin, mir eine Frisur zu machen. So. Ja, so. Ja, ganz ehrlich. Das hat ein bisschen was, das hat ein bisschen was 80er, das hat ein bisschen was mit den 80ern, passt aber irgendwie gut zum Game, oder? Auch der Kopf und so, ich guck mal, Bart. Ja, oh, ja, das ist, ganz ehrlich, ich überlege, ob ich das machen soll. Ich meine, warum nicht? Wie, ja, so ein 80er-Nerd, der vom Raumschiff entführt wurde und sein Super Nintendo im Weltraum an den Bildschirm anschließt. So stelle ich mir das vor. Naja, ich bin nicht zufrieden. Ehrlich gesagt, ich würde die Nummer 6 gern nehmen. Ah, da kann ich mir jetzt Augen... Ich wünsche, das hätte ich morgens, dass ich mir Augenringe aussuchen könnte. Was hatte ich da drauf? Da sind die Lippen ein bisschen ausgetrocknet, okay. Alter, ich sehe aus, als würde ich mich gleich bei Modern Talking bewerben. Oder Prinz Eisenherz oder so, ich weiß nicht. Ja, ich guck nochmal bei den Haaren gerade. Ja, die ist es. Die ist es. Saya, seid ihr wohl gepflogen, in den Weltenraum zu fliegen? Warte. Wir könnten auch Captain Picard nachbauen. Das würde bestimmt auch gehen. Das wäre eigentlich cool. Ja, ein Bethesda-Game. Gras in der Luft. Oh. So. Kefir. Liegt ja aber so rum. Der gute alte Kefir. Für eine Packung Skyr, die wir hier finden auf dem Planeten. Pigment. Wenn man das Tee wegnimmt, ist es ein Pigment. Wir verlieren Leute! Ja, okay. Ich glaube, das ist zu High-Level für uns noch. Ja, und Vasco ist auch reingelatscht. Okay, gut, vielleicht, wir sollten mal vielleicht gucken, wo wir hin müssen. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf. Wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr eine Party, eure Hochhaut? Hoheit. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Oh, das ist ja furchtbar. Kann ich nicht scannen? Ja, ein Bethesda-Game. Be quiet. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfange. Wir werden es bestimmt rausfinden. Tragbarer Ventilator. Oh, warte mal. 140. Sie haben zu viel mitgenommen und sich überladen. Willst du mich verarschen? Jetzt schon? Hast du eigentlich geschworen, meine Last zu tragen, Vasco? Sieh nämlich durchs Fenster? Nee, ne? Sag mal. Halt die Füße! Bist du dumm? Oh Gott. Registriert. Körperliche Verfassung angeschlagen. Gewalt verringert die Lebenserwartung deutlich. Ich spür.
Was ist denn das für eine Blechbüchse, sag mal? Wieso bist du losgelaufen, du Idiot? Barrett und die Crimson Fleet. Nein, ich will dich nicht ansprechen. Hör auf, mir ins Bild zu laufen. Aktuell einen Gegenstand, den Sie benötigen? Nein, hau ab. Wieso? Ich will das nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Kann ich nicht auch direkt ans Lager schicken? Bitte? So, Scheißhaus. Hier ist noch eine Milch. Die gönnen wir uns. Die gute alte Scheißhausmilch ist die beste Milch. Sag mal, kann ich bitte ganz kurz Privatsphäre haben? Gibt's hier keine Tür? Ist einfach unverschämt. Oh, ich hab vergessen, wie man das Klo öffnet. Ich hab echt Oh Gott, oh. Hallo. Hallo, ich bin's. Toilettenkalle. Wie geht's denn? Na, alles klar? Oh ja, Sauerstoff. Okay, das war anstrengend, verstehe. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield. Ich will mal Garfield sagen. Herzlich willkommen zurück bei Garfield. Voll mit dem Brettspiel Starlocked, schon wieder. Ihr Rückgrat wird durch das Tragen von so vielen Gegenständen leiden. Ja, ja, ich trainiere halt, ne? Chunks Schoko, geil. Ein klarer Sternenhimmel hat schon was Magisches an sich, muss man sagen. Ein was? Oh ja, ich habe schon als Kind Sternbilder kartografiert. Wie der einfach geht. Deswegen komme ich gerne aus der Stadt raus. Endlich mal freie Sicht. Nero soll ja ziemlich cool sein. Nein, geh nicht weg. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr, falls du etwas nicht findest. Das war aber gerade sehr übergriffig. Frech. Sieh dich in Ruhe um. Mir doch egal, ob sie hinten mehr hat. Ich beurteile das nicht. Level 12. Sag mal, dieser Blecheimer ist so nervig, ne? Mit dem wir noch richtig Spaß haben in Kämpfen. Ah. Das Schönste an Spielen ist, wenn NPCs eine Geschwindigkeit haben, die genau zwischen deinen beiden Geschwindigkeiten liegt. Einmal das normale Laufen und einmal das Gehen. Und NPCs liegen irgendwo dazwischen und du musst immer wieder aufholen. Oder du musst immer wieder warten. Das ist das Schönste auf der Welt. Das, Oh, okay. Sag mal, mach doch die Tür wieder! Oh Gott, dieser Roboter! War eine harte Woche, ich weiß. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Bitte was? Bitte wie? Haben Sie das gehört? Problem? Wow, Ich will nur hier rein. Suchst du weltliche Weisheit oder nur ein offenes Ohr? Ich suche modische Tipps für meine Kopfbedeckung. Ich werf mal einen Blick rein. Wunderbar. Ich würde mich gerne einmal mit dir darüber unterhalten. Ja, Bethesda-Spiele. Liebe es. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Garfield. So. Okay, warte, Jordan, warte kurz. Ich möchte auch durchs All reisen, aber ich bin noch zu jung dazu. Ja, keine Sorge, deine Stimme ist schon älter. Habe ich jetzt einfach mal gekauft. Management mächtig, damit Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber diese Mode, ich verstehe sie nicht. Bitte kläre mich auf, oh Meister. Ich verrate dir etwas. Die Mode ist ganz einfach. Geh auf gronk.shop. Oh. Dort findest du die beste Mode, die es sonst nirgendwo zu finden gibt. Damit wirst du die Galaxie in Staunen versetzen. Mhm. Pass aber auch auf die Piraten auf. Es ist bequem und gemütlich. Da kannst du nicht Nein sagen. Und damit werden alle deine Träume wahr. Ich verstehe. Glaub mir, hätten wir hier den Shop, würden alle damit rumlaufen. Also, überzeug dich selbst und gehe auf gronk.shop. Du wirst sicher was für dich finden. Und deswegen kaufe ich bei gronk.shop? Hä, ich sehe aus wie ein Star Wars Charakter. Was ist hier los? Nice. Vergesst niemals die Taten des FC. Niemals. FC Köln oder was? Okay. Kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr über dich erzählen?
Gerne, aber ich warne dich. Ich bin nicht sonderlich interessant. Anatomisch gesehen aber schon. Ich bin in New Atlantis aufgewachsen. Oh Gott, der Hals, was? Genauer gesagt auf dem Unterdeck. Wir müssen füreinander da sein. Deshalb habe ich vor all der Zeit angefangen, Essen zu servieren. Oh, tut mir leid, dass ich sie neulich erschossen habe in einem Paralleluniversum. Okay, die ist lieb. So. Nanü? Irgendwann werde ich das Amt für Interstellar. Nein, wirst du nicht. Du bist nur ein NPC. Zu Hause kocht eh kaum noch jemand. Ich bin sicher, dass das nicht deins war. Das geht dich gar nichts an. Hä, wie? Seit wann ist das denn jetzt ein Problem? Hast du nicht noch Wer ist denn weggelaufen? Oh nein, holt er jetzt die Wachen? Kann ich sonst noch etwas beantworten, bevor du mit der nächsten Phase der Mission beginnst? Ich glaube nicht. Wenn du Fragen hast, wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Was ist das beste Glatzenpoliermittel? Aha, habe ich mir gedacht. Du hast deine Befehle. Ciao. Oh, oh. Voll geil. Okay, die Kämpfe machen Spaß. Das ist geil. Da kann ich mich dran gewöhnen. Du trägst zu viel und kannst da ja nicht schnell reisen. Nein! Nein. Warum nur? Oh, wie gemein. Aber gerade deswegen will ich ja schnell reisen. Mir geht es gut. Und wie hat das funktioniert? Punkt für dich. Wir gehen nachher spazieren. Sarah, würdest du bitte von meinem Vater runterkommen? Sarah? Mein Kontakt arbeitet im Rekrutierungsbüro. Also wird er versuchen, dich anzuwerben. Würdest du bitte von meinem Vater runtergehen? Vielleicht ein anderes Mal. Mach mir einen Bruder. Das werde ich beim Pokerabend erstmal allen erzählen. Nein, bitte verschweig das! Was ist denn das hier für ein Gangbang-Club hier? Da muss ich raus. Das sind meine Eltern. Das ist ja. Oh Gottes Willen. Wo ist der Fahrstuhl hier? Wir kommen der Sache immer näher. Du hast einen Stream-Sniper hinter dir. Was ist mit dem Kollegen da? Der beobachtet sie die ganze Zeit. Du siehst ziemlich kaputt aus. Okay, Leute. Ich speichere mal kurz. Ich muss es tun. Geronimo! Geil. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Starfleet. Boah, das war die Gewohnheit. Entschuldigung, Star Citizen. Ja, ich sehe das Schiff. Ja, nun. Gewohnheit, nicht unbedingt, aber die Gewohnheit, über Star Citizen zu reden. Nicht das zu spielen. Obwohl man da auch mal wieder reingucken könnte. Hat sich inzwischen auch ein bisschen was getan. Bitte sollte man an einem so alten Ort leben wollen. Ich glaube, der Doppelknochenhorn ist hier irgendwie fehl am Platz. Ich glaube, der gehört da nicht hin. Ich glaube, der muss woanders hin. Vielleicht wollte er auch mal gucken. Oder vielleicht will er einbrechen gerade. Guck mal. Ich weiß nicht, wo der stehen sollte, aber da jedenfalls nicht. Oh, was bist du denn für ein Schnäufel? Oh, so ein fetti Mops mit so einem Rüssel dran. Das ist bestimmt ein neuer Dyson-Staubsauger. Okay, warte. Ich würde gern versuchen. Das darf nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Wie ist das denn passiert? Der liegt da drunter und der liegt da drunter. Ernsthaft? Ist das euer fucking Ernst, Spiel? Ich komme halt gar nicht mehr ran. Das ist doch wohl nicht... Wie können die denn idealerweise genau beide so gleich unter die Bank? Hä? Guck mal, wie ist das überhaupt möglich? Ich wollte ein Tor machen. Du musstest ja unbedingt den Ball wegkicken. Ja, Entschuldigung, da kann ich nicht. Das ist die Physik-Engine. Die sind beide unter. Guck doch mal, wie die unter den Bänken sind.
Das Leben ist eine Simulation, Brinda! Eine Simulation! Wir sind alle gefangen in der Simulation, Brinda! Fällt sie auf 0, drücke 0, um dein Schiff zu reparieren. Ich nehme an, die 0. Shit. Ja, der hat sich zu uns gedreht und dann konnte er einfach Raketen ballern. Und offenbar macht dem das nichts aus. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen weird. Aber auch komisch, dass sie halt gar nicht angegriffen haben. Das war ein bisschen merkwürdig. Okay. Willkommen bei Terra. So. Was kann ich für dich tun? Nein! Nein, wieso sind wir hier? Kaffee. Entscheide dich für einen, damit unser Leben weitergeht. Wieso sind wir hier? Ja. Ich wollte nicht. Oh nein, schon wieder Terra Brew. Furchtbar. Ich muss hier raus. Aber ich bin verkrüppelt. Bitte nicht in diesem Ton. Und ich bin froh, dass wir Ihnen das bieten können. Aber kannst du mir erzählen, warum ihr alle luftdichte Badekappen tragt? Das würde mich wirklich interessieren. Das muss doch, da muss man auch schwitzen drunter. Du hast bestimmt voll die fettigen Haare. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Wir brauchen das vielleicht, um die Welt zu retten. Was ist denn mit dir? Kartendeck, Lunar Cred. Ach, Credstick. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, ich schmeiß das Geld gleich wieder weg. Entschuldigung. Ich dachte, wir brauchen das vielleicht, um das Universum zu retten. Ah. Riechst du die tollen Industriedämpfe? Oh, ekelhaft. Oh, das ist irgendwie schön. Ich weiß, das ist so fliegende Sachen. Wir wissen, wir sind wieder bei einem Bethesda-Game. Das ist irgendwie so lieb gewonnen. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich glaube, ich sehe mich eher, wie wir hier vielleicht Fabriken aufbauen oder sowas, die das automatisch aus dem Boden holen. Ich brauche dringend eine Aufnahmepause. Boah, ich mache seit Tagen nichts anderes mehr. Aber ich wollte vorproduzieren für, ist ja Gamescom und so, und ich wollte genug auf dem Kasten haben, dass ich direkt nach der Gamescom wieder einsteigen kann. Toast. Wer zu viel mit sich herumschleppt, ist schlecht vorbereitet. Du weißt gar nichts von der Welt da draußen. Das ist ja wohl, also das ist ja wohl Joke. Wie sonst könnte ich mir all die tollen Sachen leisten, die wir nicht haben? Noch nicht haben. Bald aber. Kochstation, sehr gut. Können wir auch bald können wir kochen. Bald, Leute, bald. Kein Problem. Gerne, aber ich habe echt Probleme. Meine Hose rutscht langsam runter, weil ich echt überladen bin. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Das war ein fucking Medipack. Bist du dumm? So, das war Munition. Darf ich die mitnehmen? Oh Mann. Ich glaube, ich suche gleich den Command raus. Ich mache gleich ganz kurz Pause, suche den Command raus. Dass ich zumindest ein bisschen herumlaufen kann. Da muss ich nicht dauernd warten, bis ich wieder Luft holen kann. Weil das Überladensein... Oh, Alter, ich... 263 von 145. Das ist auch nicht mehr feierlich. Das ist halt auch nicht normal. Junge, Junge. Und ich nehme schon nicht alles mit, ne? Nicht vergessen. Ich nehme nicht alles mit. Was war das denn? Seine Truppen sind tapfer und ihrer Uniform würdig. Gemeinsam haben wir eine Chance. Wenn ich wegen der Sache... Ja, da war Starfield einfach weg. Ups. Da war Starfield... Oh nein, und ich bin schon wieder überlastet. Oh nein. Starfield hat sich einfach verabschiedet und jetzt... ich habe natürlich nicht gespeichert nach dem Kampf, weil ich damit nicht gerechnet habe. Könnte daran liegen, dass ich gerade ein paar Mods reingeballert habe, ne? Muss nicht zwingend am Spiel selbst liegen. Vorher lief es ja, ich weiß gar nicht, 21 Stunden oder so ohne Probleme. Und jetzt habe ich Mods reingeballert und schon flups. Also wir gucken mal. Okay, okay, okay. Ich wollte gerade schon angreifen. Das war vielleicht der herausragendste meiner Kämpfe. Ja, meiner nicht. Ich habe schon gegen Drachen gekämpft. Fußrodar und so. Geht zum Lieutenant. Ja, ich glaube, ihr habt es geschafft. Keine Sorge. Die werden euch nicht mehr überfallen und euch alles klauen, was ihr habt. Dafür werde ich sorgen. Wenn ich jetzt alles mitnehme, was ihr habt, dann können die auch nichts mehr von euch nehmen.
Dann haben die keinen Grund mehr, euch zu überfallen. Ja. Einer muss ja mitdenken hier. Oh, shit, okay. Ja, da haben sie uns erwischt. Wie kann ich Raketen denn irgendwie ausweichen? Ach, hey, Spacer. Ups. Entschuldigung. War gerade so in der Laune drin. Ah. Wo ist unser Schiff? Aber wo ist denn unser Schiff? Hä? Ich habe einen Landeplatz gebaut, aber jetzt sind wir einfach ohne Schiff gelandet. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Echt? Ja, cool. Willst du was geschenkt haben? Klar, was mit deinen Augen, sag mal. Du hast auch auf Neon was konsumiert, das sehe ich doch. Sarah? Adieu. Alter, Sarah, was ist mit deinen Klüsen? Alter. Die ist ja richtig gut unterwegs, die Sarah. Junge, 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 Junge. So, Spacer Rowdy. Wie viel haben wir noch? Ja, okay, ich kann noch ein paar looten. Kann man die ja nicht tragen? Oh, man kann. Hä? Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier. La 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 la. La 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 la. Ja, setz dich mal hin, hm? Setz dich ruhig mal hin. Ist auch bequemer. Safe. Achso. Was da? Klebeband. Ich spiele in einer Klebeband. Oh, meine Lieblingsband. Was ist meine Lieblingsband? Ich habe viele gute Lieblingsbands. Ich mag ja auch Elektro, ich mag Hip-Hop, ich mag Rock. Boah, ich mag Klebeband. Klebeband ist mal sehr praktisch, zum Beispiel um die ganzen Sachen hier aufzulegen und so. Klebeband ist einfach Klebeband ohne. Klebeband wäre ein geiler Name, lass doch mal eine Band gründen, Klebeband. Klebeband. Und dann so ein Cover, wo so einer voll eine Ohrfeige bekommt, so. Und mit dem Mund mit zugetaped, so. Der hat eine geklebt bekommen. Ach, Mann, ey, den ich freue mich, dass du hier bist. Dir muss man auch jeden Witz, hier Patafix, ja. Und wie man sieht, Man kann, also ich kann es nicht in die Erde, also ich kann es nicht weiter nach unten drehen, das geht nicht. Ich kann es nur normal drehen. So, und das viel zu schnell. Alter, ich versuche gerade nichts, ich versuche gerade auszurichten, es geht aber überhaupt nicht. Das ist so ein Schund. Alter, ich habe 1000 Spiele gespielt, wo man sich Bases bauen kann. Ich glaube, das hier ist eines der schlechtesten Bausysteme, die ich jemals gesehen habe. Also ganz... Wirklich ganz wertneutral. Das Spiel macht wirklich Spaß, aber... Oh Gott, Bethesda. Da müsst ihr euch noch ein paar Fachkräfte holen. Das hier ist es nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Selbst bei Planet Crafter kann man besser bauen. Und das hat ein Typ programmiert. Mit Unity. Bup. Intelligente Mikrobenkolonien. Und das auf unserem Planeten. Intelligente Mikrobenkolonien raus! Sie klauen unsere Dorf! Ressourcen und wir können alles hier reinpacken. Ich weiß halt nicht genau, wie viel hier. 19 Blei. Dichtmittel, Europium. Es kann nicht mehr gelagert werden. Entschuldigung. Aber klar, der Container hier wird auch irgendwann voll sein. 75? Der hat nur, das habe ich gar nicht gesehen, der hat nur 75 Masse. 75.
das ist doch nichts. Was ist das da? Rechts daneben ist noch irgendwas Kleines. Cool, danke Sarah. Danke, du bist eine große Hilfe. Wieso steckt die immer ihren Kopf uns ins Gesicht fällt? Ich fühle mich slightly belästigt. Oh, und hier ist überall Aluminium jetzt. Das ist doch einfach nur Mobbing. Warum ist denn da jetzt überall Aluminium? Sonst nie. Die ist auch Aluminium. Hallo, jemand zu Hause? Oh, ein Sandwich. Super. Ich bin mit einem Dieb unterwegs. Als ob das was Neues für dich ist. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich mache hier gerade Eigentumsoptimierung. Ah, ja. Da ist noch eine Badehose von irgendwem. Ah, ja. Das tut gut. Ah. Dumme Sarah in ihrer Lederjacke. Ah. Erstmal die schöne graue Aussicht genießen. So. Hä? Ich bin zwar kein Strandmensch, aber da alle von diesem Ort schwärmen, musste ich ihn mir einfach mal ansehen. Was macht ein Gronkh hier? Ist alles etwas teurer, als ich dachte. Tja, so kriegen sie einen wohl ins Netz. Was macht ein Gronkh hier? Ich mache hier Urlaub, weil ich von niemandem gestört werden will. Kapiert? Oha, oh, der feine Herr. Hashtag abgehoben. Wow. Wow, so geht er also mit seinen Fans um, ja? Wow. Gott, so ein arroganter Fatzke. Den gucke ich nie wieder. De-Abo. Lichtbogenschweißer. Laservisier, Präzisions... Ich tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Mann, halt doch einmal deine Klappe. Du kommst jetzt mal mit und stellst dich mal irgendwo anders hin. Was ist denn neuerdings los mit ihr? Auf einmal der Moraloffizier. Mann, das sind gestohlene Sachen. Ich stehle die zurück, um dem Museum zu vermachen. Wohin ist alles, Wolf? Beeil dich. Für die Gemeinschaft. Ja, hol wartende Begleiter ab. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, ich werde bald alleine gehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Entschuldigung. 97 Kopfgeld für Paradiso. Oh no. Ich wollte doch die armen Mitarbeiter nicht beklauen. Aber ich wollte es eigentlich doch. Entschuldigung. Ich bin ein Bastard. Bitte sprich mit dem Concierge, wenn du etwas brauchst. Ich bräuchte einen neuen Bilderrahmen. Oh Gott, die guckt mich so an. Die grinst so. Die weiß was. Ich glaube, ich werde sterben. Entschuldigung. So einfach so böse, ich muss es einfach tun. Oh Gott. Bist wohl zur Erholung hier, was? Ich auch. Sag mal, hat Gronkh mir hier sind überall Gronkhs. Alles etwas teurer. Oh Gott, lass mich bitte raus! Hilfe! Oh Gott, hier sind überall Gronkhs! Planet der Gronkhs! Oh Gott! Und guck mal, hier ist ja dein Platz auch im Boden drin. Warum geht das bei uns? Sarah, hör doch auf jetzt! Hast du mich beim Schlafen beobachtet? Ich hab gesagt, lass das. Warum macht die das immer? Wir haben eine außerirdische Bedrohung, Fragezeichen oben. Und wir müssen auch den Luftfilter holen. Sarah, gehst du mal bitte aus der Aussicht raus? Warum musst du immer vor mir rumstehen? Warum musst du mal in mein Blickfeld laufen? Warum beobachtest du mich, wenn ich schlafe? Sarah, was ist denn mit dir, du Psycho? Bestimmt die andere. Okay, weißt du was? Aus Neugier. Hallo Sarah, aus Neugier. Zum Wasser können wir nicht springen, ne? Das ist ein bisschen weit. Aber so aus Neugier? Ist das hier auch sicher für Kinder und so? Nein, hilf, ich bin nicht stolpert. Ja. Ausgerenktes Gelenk erlitten, aber zum Glück ist es nicht schlimmer. Das geht ja noch. Solange das Gelenk nur ausgerenkt ist, ist es ja okay. So. Wie viel ist der Mann, bitte? Keine Ahnung, aber er verdient jeden Bissen. Heißt unglaublich. Halt die Klappe, Sarah. Sein komplettes Leben von der Geburt bis zum Tod. Gott. Auf ich will gerade zuhören. General Tullius, dies sind die Bedingungen. Ja, mein Tane, braucht ihr etwas?
Gut, dann möchte ich gerne eine Behandlung. Klar. Ich buche nur schnell eine Sitzung von deinem Konto ab, dann kann's losgehen. Ich hab grad bezahlt. Ist das nicht der denkbar schlechteste Anzug für... Ich sehe nichts. Sag mal, dein fucking Ernst? Wieso habe ich denn jetzt... Hä? Wieso habe ich denn jetzt... Das Ding hatte ich noch nie an. Hautfarbe. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe 700 gezahlt und kann nichts machen? Ich sehe nichts. Alter, Starfield, was ist das denn? Hä? Pass auf dich auf, du Schönheit. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ich habe einfach zugenommen. Ich habe einfach nur zugenommen. Die haben mich aber mit Pudding gefüttert. Das ist nicht das Schlimmste? Das ist doch alles nicht... Das ist doch... Was passiert denn hier? Das ist nicht der Strandbody, den ich wollte. Das ist nicht der Strandbody, den ich wollte. Wieso konnte ich denn die Klamotten nicht ausziehen? Hallo. Guten Tag, ich bin's wieder. Ich war im Weltraum. Ich habe vielleicht ein bisschen zugenommen im Urlaub. Entschuldigung. Weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Kosten dafür zu stellen. Meine auch nicht. Außerdem haben wir schon angeboten, dass unser Technikerteam Sie bei der Installation unterstützt. Spezial gefertigte Graf-Antriebe sind nicht billig. Hä? Und ich nehme an, dass Sie weder das Geld noch die Verbindungen haben, um an solch eine Technologie zu kommen. Also bleibt bei dieser Verhandlung nur eine weitere Partei. Du. Lul. Und warum redet er auf einmal so tief? Das war aber sehr merkwürdig. Ganz komisch. Aber, naja. Ich mache hier Urlaub. Ja, Gronkh. Oh Gott. Ich hab den gar nicht angesprochen. Junge, Junge. Denkt auch, er ist der Nabel der Welt. Ich will den halt nicht... Sprungsystem offline. Shit. Ui, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ja gut, ich glaube, gegen die sollten wir momentan noch nicht. Was? Bitte was? Dafür kriege ich doch, für 30.000 kriege ich das komplette Schiff da draußen. Für 30.000 kriege ich ein komplett neues Schiff mit Grafantrieb. Hä? Wieso kosten die jetzt 40.000? Dann scheiß auf den alten Grafantrieb, wir nehmen ein neues Schiff. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Was ist das für eine Wirtschaftlichkeit? Hä? Wenn ich das alte Schiff von denen noch verkaufe, als Museumsstück oder sonst irgendwas, dann hätten wir sogar noch mehr Geld und... Hä? Und dann könnte man das für 30.000 und... Hä? Das ist viel zu teuer. Lässt sich der Preis vielleicht drücken? Das ist echt viel verlangt. So. Ah, das Klo. Anke, macht sie alle! Was war das denn gerade? So, okay, natürlich wollte ich das noch nicht durchziehen. Haben die mich gesehen, wie ich... Oh nein, die ist jetzt runtergefallen. Okay, Leute, pass auf. Ich stelle alles wieder nach. Ja. Oh. Halt die Schnauze! Entschuldigung. Ich stelle alles wieder nach und dann... Halt doch einmal! Die können die NPCs nicht einmal in die Fresse halten. Nur ein einziges Mal. Oh. Ich bin gerade echt genervt von Starfield. Und von allem. Auch, dass Sarah down ins Bild läuft und immer diesen komischen Dingens da macht. Diesen Redebalken, diesen fetten. Immer, egal wohin wir gehen. Es ist immer Sarah Morgan im Bild. Danke. Also, ich stelle dann nochmal alles nach und dann gehe ich an Bord unseres Raumschiffes und wir versuchen irgendwie Kartoffeln zu finden in der nächsten Folge. Wir suchen Kartoffeln. Das ist unsere heldenhafte Aufgabe. Damit retten wir die Menschheit. Wow. Ich bin so ergriffen. So. Klar, ich überbringe nur die Nachricht. Das hast du auch. Ich muss das aber erst einmal sacken lassen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Wünsch mir Glück. Ich wünsche dir Glück, du alter Rücken. So. Warum habe ich das nicht schon mal verkauft hier? Schüssel. Kommt mir gerade so bekannt vor. Sparschwein. 7 Videokassetten.
Oder habe ich das nur geträumt? Anzüge. Oh nein, ich kaufe die gerade zurück, ne? Ich hasse die Menüs in Starfield. Ich hasse sie so sehr. Seufz. Ich hasse die GUI in Starfield. Ich hasse die GUI in Starfield. La 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 la. La 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 la. Aber das betrifft nicht nur die Händler, sondern... sondern jede einzelne und davon. Wohin jetzt? Ich hab doch nichts dabei. Achtung, du wurdest als gesuchter Verbrecher identifiziert. Sofort antworten, sonst... Ich kann jetzt nirgendwo mehr hin. Weil ich ein paar Uniformen geklaut habe. Ziel wird angegriffen. Was? Unsere Strom. Ich will doch nur den Anzug behalten, Mann! Ich will doch nur den fucking Anzug behalten! Oh, cool. Just put your little hand in mine, la 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 la, la 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 la. Just put your little hand in mine, la 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 la. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich will doch nur einen Anzug behalten. Ich will doch die UCS-Anzüge behalten. Mehr will ich doch gar nicht. Oder kriege ich die irgendwo wieder? Ich muss nichts machen. Ich sitze hier nur, ne? Ich trinke nebenbei was. Es ist schon sehr interessant. Oh, das Spiel macht mich fertig. Der Mauscursor ist weg. Es gibt keinen Mauscursor. Meine Maus ist weg. Okay, Tastatur geht aber. Es ist, was soll ich euch denn sagen? Es ist doch unfassbar. So, hier. Ich muss ständig irgendwelche Gelegenheitsjobs machen, um was zu essen. Und darunter leiden meine Noten. Das ist einfach so ein Teufelskreis. Das Spiel macht mich arm. Dieses Spiel macht mich arm. Wie soll ich denn jemals zu Geld kommen? Ich was? Erst 25.000 für den Grafantrieb, jetzt 20.000 für ein Stipendium? Und das Essen ist doch nicht so teuer. Und ich kriege für jeden Job, den ich hier mache, kriege ich irgendwie 2.000 Credits, 3.000 Credits, pipapo. Da kann man gut von leben. Also nahrungstechnisch. Weil die Nahrung, das Essen ist nicht so teuer. Kann ich jetzt gehen? Wow, wow, wow. Nein, warte, ich überlege gerade noch. Verkaufst du auch Souvenirs oder sowas? Früher schon, aber inzwischen nicht mehr. Schwer zu glauben, aber der Tourismusverband hat entschieden, Souvenirs abzuschaffen. Hä? Wir haben weder die Ressourcen noch die Möglichkeiten, sie hier selbst herzustellen. Und alles andere würde als kulturelle Aneignung und nicht authentisch angesehen werden. Was? Wir haben nur diese Souvenir-Slates über die Geschichte von New Homestead. Weißt du was? Ich habe noch eine, die ein anderer Gast vor einer Weile vergessen hat. Die kannst du haben. Cool, danke dir. Aber warte mal. Wenn ihr Souvenirs verkauft, aber die woanders produzieren lässt, das ist kulturelle Aneignung? Das ist doch bescheuert. Also sorry, ich habe das selten was Dümmeres gehört. Ihr gebt das doch selber in Auftrag. Hä? Fluchtpunkt Hollywood. Um 1910 beschlossen die ersten Filmproduzenten, sich in das verschlafene Örtchen Hollywood abzusetzen. Der Grund? Thomas Alva Edison, der Erfinder der Filmkamera, macht ihnen das Leben schwer, weil sie ohne Patentrechte Filme drehten.
Ah, okay. Kannst du ein bisschen lauter reden? Sagt dir der Richtige. Es wäre schön, wenn er gesagt hätte, könntest du ein bisschen schneller reden. Das wäre irgendwie schön gewesen. Na gut. Bitte Scan abwarten. Nee. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Ich will gar nicht landen. Ich will nur durchfliegen. Hört auf, mich zu scannen. Ich bin schüchtern. Ich habe keine Hose an. So. Danke noch einmal für deine Hilfe bei der Familienzusammenführung. Was war das gerade mit seiner Hand? So. Hä? Was macht der? Okay, warte. Ich muss das nochmal kurz sehen. Hä? So benutzt man keinen Lappen. Steck den schnell wieder weg. In einer anatomisch korrekten Geste. Oh Gott, au. Ist das angewachsen? Oder Superkleber? Ich... Okay, gut. Das ist wirklich eine gute Tat, was wir hier machen, oder? So, und ich bleibe bei Benny Goodman. Bestätigen. So, Änderungen speichern, ja. Ach, na endlich. Pass auf dich auf, du Schönheit. Ja, schon ein bisschen besser als vorher. Das geht schon klar. Okay, dann hier. Helm der Großeltern und Anzug Management oder Anzug Overall Leder. Bleiben wir dabei. So. Gut. Das war mir noch ein Bedürfnis. Ich entschuldige mich, dass wir schon im Charaktereditor waren, aber ich wollte meinen Urlaubsbody unbedingt loswerden. Und ehrlich gesagt, auch meinen Pornobalken. Das war mir wirklich ein Anspruch. So, schon seit längerem. Komm nur her! Was? Oh, ich habe das gar nicht bemerkt. Ich habe meine Gesundheit noch gar nicht im Blick gehabt. Ich war gerade so, da war ich aber sehr von mir überzeugt gerade. Oh, shit, alles nochmal. Schade. Aber es macht Spaß. Da war ich gerade sehr von mir überzeugt, dass ich aber nicht auf meine Gesundheit geachtet habe. Hab gedacht, ja, easy. Leichter Ritt. Nimm keinen Schrott mit. Das war doch kein Schrott, bist du bescheuert? Entschuldigung, also ganz ehrlich. Dann urteile doch nicht darüber, wenn du keine Ahnung hast. Schlechte Leute, schlechte Witze 03. Oh, das kennen wir noch gar nicht, oder? Kommt ein Chunks-Chunk in eine Bar. Sagt der Barkeeper, unsere Gäste wollen hier kein Essen. Antwortet der Chunk, na, da bin ich aber ruhig. Klopf, klopf. Wer ist da? Ein Schwert. Ein Schwert wer? Egal, ist total spitze. Was? Was? Wie viele Atheisten braucht man für den Sexualkundeunterricht? Gar keine, die sind schon aufgeklärt. Oh Gott, ist das alles furchtbar. Was geht einem Mitglied der Freestyle-Miliz als letztes durch den Kopf, wenn er einen United Colony Submarine trifft? Ein Laserstrahl. Warum fressen Terramorphs keine Clowns? Die schmecken komisch. ZDF-Fernsehgarten klatscht. Im Gegensatz zu den ersten beiden Bänden lief die dritte Ausgabe von Schlechte Leute, Schlechte Witze von Louis Lupa nicht besonders gut. Ist das ein Larry Leffer-Anspielung? Ich weiß nicht. Eine Theorie lautet, dass den Leuten bei ihrem Erscheinen Lupas furchtbare Witze schon zum Hals raushingen. Ja, das verstehe ich gut. Am Anfang die Granate hat mir... Oh nein, eine Weltraumanomalie. Ein Fehler im Raumzeitkontinuum. Constellation wäre daran sehr interessiert. Ich habe Angst, da hinzugehen. Okay, ich gehe da mal hin. Ich speichere mal und dann springe ich da mal drauf. Macht ihr was bei NPCs? Ich wusste nicht, dass Bethesda doch andere Lebensformen mit eingebaut hat.
Oh, Alter, ich habe gerade geheilt. Junge, der muss aber, wow. Der muss Damage gemacht haben. Ich habe gerade eben erst geheilt. Oh, shit. Okay. Mann! In der nächsten Folge. Menschenregen. Wenn Sarah mal aus dem Bild gehen würde. Oh, das ist einfach... Ich kann mich nicht bewegen wieder. Oh nein, bin ich wieder in Sarah drin. Hä? Mein First Person ist irgendwie broken. Ist das mit der Waffe? Ich glaube, ach, mit der Waffe ist mein First Person broken manchmal. Wenn ich rauszoome und reinzoome, kann ich nicht mehr links-rechts navigieren. Ich kann auch nicht mehr gehen. Okay, cool. Ich habe keine Mods aktiviert. Also, daran liegt's nicht. Ich muss erstmal die Waffe wechseln, damit ich mich wieder bewegen kann, weil ich sonst in der Waffe stehe scheinbar. Hab mal erledigt, ich habe keine HP, keine XP gekriegt. Achtung! Was denn? Hä? Wo? Hä? Was happened? Was Nützliches gefunden? Wie ist das denn? Okay. Wow. Sie fängt spontan an zu brennen. Ich hasse es, wenn das passiert. Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun. Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Hä? Bereit, es krachen zu lassen. Hä? Ja, mache ich auch. Nein! Schön, dass du da warst. Geschäftsdistrikt. Du trägst so viel und kannst eigentlich nicht schnell reisen. Nein! Ja, wir brauchen mehr Platz, Leute. Wir brauchen aber mehr Platz. So. Schön, dass du die Drecksarbeit übernimmst. Das ist ganz toll, wirklich. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. So, dabei zeigte sie auf meinen Penis, als sie es sagte. Das. Cool. Ach, ich liebe diesen Windows 11-Fehler. Ich liebe diesen Windows 11-Fehler. Es ist einfach fantastisch. Naja, wir machen mal in der nächsten Folge weiter, ne? Großartig, großartig. Eine noble Berufung, Freestyle Ranger zu werden. Wir könnten mehr von euch brauchen. Die Musik sollte dreimal so laut sein. Damit man die Charaktere gar nicht mehr hört. Das wäre toll. Ich wünschte, der Trompetenspieler würde genau neben mir stehen und mir direkt ins Ohr spielen. Das ist, kostengünstiges Fallout-Cosplay. So, wo ist denn der Doc? Bitte nenn mir die Art des medizinischen Notfalls. Schöne Voyager-Referenz. Oh, schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hallo, Doktor. Ja, ich mache keinen Ärger. Wir kriegen das schon alles hin. Gut. Unfassbar. Du drückst dich vor deiner Verantwortung? Wegen der Meinung dieses Idioten? Bist du dumm? Du musst noch viel über Pflicht und Ehre lernen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich finde die Sarah einfach so nervig und ätzend, ne? Die ist ein richtig schlechter Begleiter einfach. Die rennt in den Schuss, die geht immer wieder in die Linse, sodass man, wenn man E drückt, mit ihr redet, statt mit dem man reden will. Und die ist so inkonsequent geschrieben. Alles, was die gesagt hat am Anfang bei dem Dingens hier, bei, bei dieser Vereinigung, bei dieser Elite-Vereinigung von Forschern, bla, Constellation. Alles, was sie da gesagt hat, ist komplett für den Arsch, ne? Von wegen so, ja, immer flexibel und jeder hier von uns kommt aus einer anderen Richtung, bla bla bla. Die drückt uns die ganze Zeit immer und immer wieder ihre scheiß eigenen Moralvorstellungen auf. Und immer was, wenn wir was klauen, oh, die ist böse, oh, die will. Zeigst du mir jetzt die kalte Schulter? Nein, 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 ich reg mich gerade über der Sarah auf. Lass Kleinigkeiten durchgehen. Misch dich in Streit nur ein, wenn er eskaliert. Und vor allem,
Glaub nicht, dass die Marke dich beschützt. Hm. Bist du besoffen oder so? Was? Wo kommt das denn jetzt her? Das Spiel macht mich manchmal fertig. Wo kam das überhaupt mal her, hä? Ich habe gehört, Borealis, der DJ, weißt du, ist total mies drauf, weil sie was Wichtiges verloren hat. Okay, ja. Ich hab da was für dich. Wirklich? Ist ja fantastisch. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Hast du eigentlich was für mich? So, da müssen wir hin. Aber das schaffen wir natürlich erst wieder in der nächsten Folge. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt, was macht er denn? Ah, Bethesda NPC ist immer so schön. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja! Oh!